Ja, moin, willkommen bei Review Merch am neuen, ganz speziellen Video. Und zwar bekomme ich nachher Besuch von der Firma Wattstone. Und ich hatte euch ja in ein paar Videos schon mal gesagt, dass wir hier an die Front vom Haus 3 Solarmodule packen wollen. Und die ganzen Haltemöglichkeiten, die ich bisher so gefunden habe, haben mich nicht überzeugt. Als ich dann aber bei Wattstone das Video gesehen habe, ich blende es euch mal ein, da könnt ihr mal sehen, wie das ausschaut. Da war ich doch überzeugt, weil das ein in sich rundes Bild ergibt und ich der Meinung war, hier für die Front vom Haus wäre das eine coole Sache zu machen. Also wir warten jetzt, wie gesagt, auf den Michael von Wattstone und der wird uns nachher dann mal zeigen, was hier alles dabei ist, wie das alles so funktioniert und wir werden euch natürlich auch mitnehmen, hier diese Montage live mitzuerleben und nachher das Endergebnis dann zu begutachten. Also, let's go! Ach! Der Michi, hi. Grüß dich. Schön, dich hier zu haben. Ja, schön, hier zu sein. Ja, cool. Also ich habe eben schon mal ein kurzes Intro gemacht, was wir heute hier veranstalten wollen am Haus mit der Solar- oder mit unseren 3 PV-Modulen an der Hauswand. Und du hast hier schon ein paar Sachen hingestellt und auch hier hingelegt, wie ich sehe. Genau. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Zuschauern noch mal kurz so einen kleinen Abriss geben, was ihr so macht bei Wattstone und warum man sich für eure Produkte entscheiden sollte und nicht für die der Konkurrenz. Hallo zusammen. Ich bin Michi von Wattstone. Wir haben uns spezialisiert vor allem auf Nischenprodukte bei PV-Halterungen. Wir haben jetzt das schöne neue Wand-PV-System, was wir hier installieren wollen. Wir wollen hier 3 Module montieren mit Mikrowechselrichter. Und das Ganze stelle ich euch jetzt mal vor. Ich habe hier alles mal schön hingelegt. Wir haben hier zum einen die Unterkonstruktion, die bereits vorgebohrt ist an den Stellen, die wir benötigen. Wir haben die Einlegeschienen, die Kreuzverbinder, eine spezielle Absturzsicherung. Einfaches System, aber sehr gut. Die Schienenverbinder. Hier haben wir die Endkappen. Hier haben wir die Verschraubung für die Endkappen, einmal mit Torx. Und Einweg-Sicherheitsschrauben, die man dann mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher eindrehen kann, aber nicht mehr ausdrehen kann. Falls man die Module zum Beispiel auf einer Höhe montiert, die so ist, dass irgendjemand da dran gehen könnte, damit man es nicht klauen kann, das Ganze. So, dann haben wir noch einen Nutenstein, beziehungsweise 2 Nutensteine und Schrauben, je nachdem, wie viele Mikrowechselrichter ihr montieren möchtet. Damit kann man direkt an die Unterkonstruktion gehen und den Wechselrichter installieren. Und selbstverständlich die Schrauben und die Dübel passend zu dem System. So, wir haben hier jetzt eine Wand ohne Wärmedämmung. Aber dann werden sich die Leute natürlich fragen, ihr, was mache ich mit Wärmedämmung? Und auch dafür haben wir ein sehr schönes Set zusammengestellt. Hier zu sehen, das Befestigungsset WDVS und das Ganze packen wir mal aus. Wir haben hier zum einen verdammt langen Bohrer, denn den haben die wenigsten zu Hause. Die speziellen DIMOS-Halter. Wir haben hier eine Gewindestange, ein Kunststoffstück mit M6 Innengewinde. Der Vorteil da ist, dass wir keine Wärmebrücke haben und das Ganze entkoppelt ist. Das heißt, keine Verluste an der Wärmedämmung. So, dann haben wir die Anleitung für das Ganze. Hier ist alles nochmal aufgelistet, beschrieben und auf der Rückseite haben wir eine Schablone. In voller Länge ist das jetzt für eine Dämmung von 200 mm gedacht. Hat man dann aber 180, 120 oder 60 mm Dämmung, setzt man das an der Schablone an und schneidet es dementsprechend. Schrauben sind auch dementsprechend dabei und ganz, ganz wichtig, ein TX50-Bit, den auch normalerweise keiner zu Hause hat. Den benötigt man nämlich, um das System einzudrehen. Die Verschraubung haben wir einmal entlang in 60 mm für eine 40 mm Unterkonstruktion und einmal in 25 mm
Für flachere Unterkonstruktionen, wie zum Beispiel Trierhalterungen oder andere Standard-Dreieckhalterungen, wo man nur ein dünnes Blech hat, was drankommt. Somit ist dieses Set universell für sehr viele Einsatzzwecke einsetzbar. So, wir fangen erstmal an mit der Absturzsicherung. Wir haben hier Winkel und passende Bohrschrauben. So, dazu müssen wir erstmal schauen, welche Seite vom UK wir benutzen, von der Grundschiene. Denn wir haben hier einmal eine breitere Nut, 10 mm, und hier die 8 mm Nut. Darauf muss man achten. Die muss später nach außen schauen. Deswegen kommt die Absturzsicherung hier reingeschoben. Ich habe die jetzt alle schön aufgereiht mit der schmaleren Nut nach oben, setze mir die Absturzsicherung rein und bohr die dementsprechend fest. Zack, eine Schraube. Zweite Schraube, fertig. Das Ganze ist dafür da, wenn es dann an der Wand hängt, dass die untere Einlegeschiene darauf aufliegt. Natürlich zusätzlich mit dem Kreuzverbinder, den ich jetzt einfach mal dazu hole, um euch das zu demonstrieren. Mit dem Kreuzverbinder hier befestigt ist, aber die Schiene nicht abstürzen kann. Falls sich doch mal irgendwas löst, was natürlich nicht sein sollte, da wir auch hier Muttern haben mit Sicherheitsringen. So, jetzt wollen wir das Ganze mal planen hier oben. Ich habe gerade ausgemessen, wir haben auf der Wand 5,77 Meter, also 5770 Millimeter. So, die drei Schienen nebeneinander ergeben 3 mal 1765 gleich 5295 minus 577 sind 475 mm. Das Ganze durch 2 sind 237 und ein halber Millimeter. Den lassen wir mal außen vor. So, das heißt 23,7 cm lassen wir links und rechts Platz, damit das Ganze schön symmetrisch ist. Vom Aufbau her nehmen wir uns dann die Unterkonstruktion dementsprechend drauf. Messen die Abstände. Einmal bis Ende der Grundschiene dementsprechend, wie in der Anleitung angegeben, plus die 23,7 cm dementsprechend bis zur nächsten Grundschiene den Abstand und so weiter und so fort. So, jetzt sind wir hier oben angekommen. Ich habe gerade schon die Breite ausgemessen, wie vorhin auf dem Papier gezeigt. Ich habe mir das schon mal markiert. Den Abstand hier von etwa 5 cm genommen, da wir etwa 10 cm insgesamt haben an Abstand oben und unten, damit das schön symmetrisch ist, dementsprechend 5 und 5. Habe mir die Oberkante markiert, mit Wasserwaage angelegt und dementsprechend die Bohrpunkte angepinnt und angezeichnet. So, dann bohren wir den ganzen Spaß. Dübel rein. Schraube durch das Profil. Nochmal prüfen. Nach außen hin kommt die dünnere Nut, die 8 mm. Unten dementsprechend die Absturzsicherung. Per Hand etwas eindrehen, dann haben wir schon eine erste Stabilität. Nochmal prüfen. Festziehen. Mit der Wasserwaage nochmal prüfen. Perfekt.
fertig. Und jetzt geht's genauso weiter. 85 cm bis zum nächsten und so weiter und so fort. Hätten wir jetzt hier ein WDVS, also ein Wärmedämmverbundsystem drauf, würden wir aus dem System den langen Bohrer benutzen, dementsprechend das Befestigungsstück einmal kürzen, solange wie man es benötigt, den Dübel rein, das Ganze eindrehen. Dafür haben wir den speziellen T50-Bit. Damit geht das recht gut. Und dann haben wir hier drinnen die 6 mm Innengewindegeschichte, wo wir mit dieser Schraube die Unterkonstruktion problemlos befestigen können. Und somit bleiben keine Wünsche offen. So, jetzt kommen wir zur Montage der Einlegeschienen. Die Einlegeschienen, die haben zwei verschiedene Seiten. So, die Unterseite ist die mit der kleineren Falz. Wofür das gut ist, zeige ich euch später beim Einsetzen. Das werdet ihr dann merken. Und die obere Seite ist dann natürlich die mit der größeren dementsprechend. Und jetzt schauen wir mal, wie man die montiert. So. Durch die Absturzsicherung, die wir auch in Waage gesetzt haben, können wir uns das hier gemütlich drauflegen. Dann haben wir hier den Kreuzverbinder mit dem T-Nutenstein. Der kommt hier rein, zack, einmal drehen, das Ganze einsetzen und dann kann man das Ganze festziehen, wie man es benötigt. Ich ziehe das noch nicht komplett fest, da ich den Abstand zur Wand gleich nochmal ausmessen werde und das Ganze nochmal verschieben kann. Hier das Gleiche. Zack. Etwas gelöst das Ganze. Jetzt wollten wir hier von der Wand 23
7,7 cm haben. Und wir haben, mein Gott, was ein Augenmaß, 24 und können das Ganze jetzt nochmal verschieben. 23,7 haben wir. Nochmal mit der Wasserwaage prüfen. Dann kann man das ausrichten. Eine Seite festziehen. Hier nochmal ausrichten, so wie man es benötigt. Zack, in Waage. Und fertig ist die erste Einlegeschiene. So, bei der oberen Einlegeschiene haben wir jetzt hier die größere Nut. Setzen den Kreuzverbinder von unten dran. Zack. Und befestigen diesen erstmal, damit uns hier nichts abrutscht. Zack. Nummer 1. Nummer 2. So. Für Module von 1,13 m braucht man ein Maß von der Innenkante bis zur Oberkante hier. Von 1,13 m plus 2,3 mm, also 1,13,6 m. Jetzt haben wir hier 1,13 m. Das heißt, die obere Einlegeschiene verstellen wir gleich noch mal ein wenig. So, jetzt haben wir das Ganze so ausgerichtet, dass wir 1,13,5,6 in etwa hier haben. Somit kriegen wir das Modul problemlos rein. Für die Befestigung eines Wechselrichters, wie diesen hier, haben wir auch dementsprechend Nutensteine und Schrauben mitgeliefert. So, wir wollen den jetzt an diese Grundschiene befestigen. Zack. Erstmal die Nutensteine rein. Um den Wechselrichter an der Grundschiene zu befestigen, haben wir jetzt hier die Nutensteine drin. Dann haben wir da passende Schrauben mit M8-Gewinde. Die eine setze ich hier schon mal ein. Dann packen wir den schon mal hier rein. Dann sehen wir, dass der Nutenstein noch etwas runter muss. Jetzt passt es. Ran und festziehen. Kabel kann man schön hier hinter und drunter verteilen und genauso die PV-Kabel passen hier hinterm Modul super entlang. So, die erste Einlegeschiene hängt bereits, oben und unten dementsprechend. Jetzt geht es darum, fürs zweite Modul zu verlängern. Wir haben hier den Adapter, die Verlängerung. Den kann man hier einschieben, den kann man so rum, aber auch andersrum einschieben. Ich mache es jetzt mit Absicht so rum, dass man von unten die Verschraubung nicht sieht. So, bei dem bestehenden ziehe ich hier die Madenschraube schon mal fest, dass sich hier nichts mehr verschiebt. Nehme die nächste Einlegeschiene. Schiebe die hier rein. Zack. Ziehe auch hier die Madenschraube fest. Verwende wie zuvor die Kreuzverbinder. Hier hinten schon mal so weit fest, dass man es gleich ausrichten kann. Wasserwaage drauf und es ist nahezu perfekt.
aber nahezu perfekt sind nicht meine Ansprüche. Jetzt haben wir es. Unten haben wir es jetzt befestigt. Oben kommt der Grundschienenverbinder genau andersrum rein, dass wir die Madenschrauben von unten sehen. Und somit später gar nicht sehen, wenn die Module drin sind. Alles schön versteckt. So, Schiene einsetzen. So, erstmal nur handfest ziehen, dass das Ganze schon mal hält. Noch ein schönes kleines Detail. Ihr seht hier in der Schraube diesen kleinen Schlitz. Der ist nicht für einen Schraubenzieher gedacht, sondern zeigt einem, welche Position der Nutenstein hat hier drin, also dieses T. Wenn man so mal schaut, hier ist der Schlitz jetzt nach oben und wenn er gedreht ist, so wie es sein soll, dann ist das Ganze quer und hält. Dann haben wir noch den Randanschlag. Der ist dafür da, dass die Module nicht zur Seite rausgeschoben werden können oder irgendwie rausfallen können, etc. Hier haben wir in dem Einlegeprofil die Möglichkeit, eine Schraube mit einzudrehen. So, das ist die Standardschraube dafür mit dem Torx und als Diebstahlsicherung alternativ für einen Schlitzschraubendreher. Der geht in eine Richtung rein und möchte man den rausdrehen, flutscht das Ding die ganze Zeit weg, funktioniert dann dementsprechend nicht. Das heißt, Schraube rein und dann festdrehen. So, jetzt komme ich hier nun aus dem Off, da hier alle Hände gebraucht wurden, wie ihr seht. Jetzt ist die Zeit gekommen, die Solarmodule hier einzulegen. Und ihr seht hier oben einlegen, unten einfach beidrücken und einklicken. Und wir hatten natürlich den Vorteil hier dieses Dachvorsprungs der Haustür und konnten dann einfach die Kabel hier jetzt konnektieren an den Wechselrichter, an den Tissan MS2000 und einfach die hier einklicken und dann weiterschieben. Das habe ich jetzt hier unter Zuhilfenahme der Wasserwaage getan und dann war das wesentlich einfacher, hier diese Module hier einfach durchzuschieben und das nach und nach einfach in Ruhe zu machen. Und so seht ihr das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf, hier diese Module, wie wir die Module nach oben genommen haben, hier mit zwei Mann, ist das einfach sehr gut zu machen. Und letztendlich sieht das Ganze dann so aus von oben. Es gibt hier noch ein paar Drohnenaufnahmen, damit ihr euch das ein bisschen besser an der Hauswand vorstellen könnt. Oben ist ja die große PV drauf. Als Kontrolle haben wir natürlich in der Tissan Smart App noch gecheckt, ob die drei Module auch Spannung liefern. Und das hat auch funktioniert. So, es ist vollbracht. Michi hat es geschafft. Wie ihr hier sehen könnt, drei Solarmodule mit der Wandhalterung von Wattstone. Sieht mega geil aus, wie ich finde. Michi gefällt es auch sehr gut. Ja, aber ich habe es noch nicht ganz alleine geschafft. Das war super Zusammenarbeit. Wattstone und Review Mirror oder eher gesagt, Michi und Alex, ne? Oder Alex und Michi. Genau, ja. Also, war ein super Tag, hat Spaß gemacht. War mega, war echt cool und vor allen Dingen ging auch super leicht von der Hand, obwohl ich nichts gearbeitet habe. Er hat nur gearbeitet, aber man muss echt sagen, es passt alles zusammen. Es ist alles dabei bei den Sets und man kann das auch jetzt ohne Profi auch hinkriegen. Also jetzt keine Angst davor, falls ihr euch dafür entscheiden solltet. Sieht wirklich mega cool aus. Ich mache noch ein paar Bilder, blende auch noch ein bisschen was ein und dann sieht man auch mal noch eine Außen- oder eine Aufnahme auf gleicher Höhe, sodass ihr das nochmal
so ein bisschen Revue passieren lassen könnt. Genau, was noch fehlt, ist jetzt halt der Anschluss an dieser Seite. Das heißt eben, wir haben ja noch den, also der Wechselrichter ist ja da hinten verbaut, habt ihr ja gesehen. Und hier kommt jetzt das 230 Volt Kabel raus und da überlege ich jetzt noch, ob ich noch hier durch diesen Wandvorsprung bohre, mit Kabelkanal dann reingehe. Der Wechselrichter ist ja da hinten dran und da wird das Kabel dann rumgeführt oder es geht direkt mit dem Kabelkanal ums Eck. Das ist dann so das letzte i-Tüpfelchen, was ich dann noch machen werde. Aber da muss ich noch gucken, da muss ich noch in mich gehen, wie wir das so verstecken, dass das gut aussieht. Aber das kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Wie ist dein Eindruck jetzt hier von der Örtlichkeit? Ich meine, du hast es ja das erste Mal jetzt gesehen. So. Also so eine perfekte Fassade dafür, einfach prädestiniert. Genau. Das hat auch richtig Spaß gemacht, das vom ersten Schritt zu planen. Die Maße passen perfekt. Ja. Und es macht Spaß. Wir sind so Südost ungefähr, diese Richtung. Also das passt dann wunderbar hier mit der Unterstützung. Und ja, wie gesagt, war mega cool, hat mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir können zukünftig auch mal noch mal was zusammen machen. Immer und wieder gerne. Würde mich sehr freuen. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, schweren Herzens muss ich Michi jetzt leider hier verabschieden. Der muss wieder heim, ist ja auch schon Freitagnachmittag. Der muss noch ein bisschen fahren. Würde mich sehr freuen, wenn wir noch mal was zusammen machen können. Lass uns da mal drüber quatschen. Vielen Dank für alles. Immer wieder gerne. War ein schöner Tag. Hat mega viel Spaß gemacht. Holt schönen Gruß mit. Ihr schreibt mal unten unter das Video, was ihr so denkt. Da findet ihr auch alle Links hier zu dem System, zu Wattstone, zur Homepage. Wo ihr die Sachen herbekommt, steht alles unten drin. Lest euch doch mal ein bisschen durch. Und ihr könnt uns da gerne unterstützen. Auch bei Wattstone selber auf dem Kanal mache ich alles unten rein. Da könnt ihr euch umfassend informieren. Ein Daumen hoch wäre cool. Natürlich ein Abo, Glöckchen drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Da wird noch einiges kommen an informativen Videos hier auf dem Kanal. Wir würden sagen, macht's gut, bleibt stabil und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.